So, meine lieben Fans und Follower, da bin ich wieder. Allerdings unplugged will heißen ohne professionelle Crew und Technik, da ich ja hier privat bin und zurzeit alles alleine machen muss. Das hier filme ich übrigens gerade mit meinem iPhone, das hinter dem süßen LED-Lämpchen mir gegenüber steht auf einem Billigstativ für 15 Pfund. Das iPhone sehen Sie da jetzt natürlich nicht, denn das filmt ja jetzt gerade das Mini-Stativ. Und mehr Ausrüstung habe ich nun mal nicht. Und ähnlich billig wird dieser kleine Videoblog hier jetzt auch aussehen. Damit müsst ihr jetzt leben, denn anders geht das nun einmal nicht als Freigängerin ohne Anstalt. Dieses Kanalboot, auf dem ich hier sitze, mitten in London, mitten in Little Venice, heißt Emilia. Alte Fans werden sie kennen, aber ich zeige sie ihnen jetzt trotzdem nochmal in voller Schönheit. Das ist sie, insgesamt 13 Meter lang, ihr Name seit neuestem in Pink und Purple an der Seite. Und wenn ich jetzt für Sie oder für euch einmal hier hochschwenke, dann sieht man auch, wie eng ich eingeparkt bin. Die Kanäle sind eben voll in London. Und ganz hinten die Terrasse, da bin ich immer dann, wenn ich nicht auf dem Dach von Emilia bin. Ein Boot ist das, auf das ich mich bekanntlich zurückgezogen habe, um mal für eine Weile nur noch das zu tun, was ich selber wirklich will, nämlich nichts, meistens, und das langsam. Wahlweise ausführlich die Zeitungen lesen, ohne das Gelesene gleich wieder zu eigenen Geschichten zu machen. Für die vorbeilaufenden Touristen die gärtnernde Britin geben oder, ja, auch manchmal einfach nur in den Himmel starren. Das war vor allem am Anfang gar nicht so einfach. Entschleunigung für Anfänger, das heißt eben auch, manchmal eine seltsame Leere auszuhalten, wenn man nach dem ersten Kaffee nicht direkt ins Büro stürmen kann, sondern den ganzen Tag wie eine leere Leinwand vor sich hat. Auch das will gelernt sein, das Nichtstun, aber dazu später mehr. Jetzt zeige ich Ihnen erst einmal, wie es da drinnen aussieht. Voilà! Ein Schloss ist es natürlich nicht, auch wenn Everyone's Boat natürlich sein Castle ist. Links im Wohnzimmer der Kohleofen für den Winter und eine richtige Küche, dahinter aber bleibt's privat. Fließendes Wasser gibt's auch aus einem Tank im Boot. Wieder rausgepumpt wird es mit einer Pumpe, die auf den netten Namen Whale Gulper, Walschlucker hört. So klingt das aber auch. Ein Office gibt es hier natürlich auch ganz hinten in der Ecke. Das hier ist übrigens die mobile Variante meiner Wahnsinnsausrüstung, ein Selfie-Stick. Ein Bücherregal gibt es natürlich und Her Majesty, mit der ich mich gelegentlich unterhalte, wenn es doch zu einsam wird, die ansonsten aber hier ganz entspannt auf den 9. September wartet. Das ist nämlich ein besonderer Tag für sie. Da wird sie nämlich länger im Amt sein als Queen Victoria und damit die am längsten regierende Monarchin ever sein. Quite something, Her Majesty. Und derweil erzähle ich Ihnen hier bis zum Ende des Sommers jeden Donnerstagnachmittag gewissermaßen zum Afternoon Tea, was ich hier so mache auf meinem kleinen Boot und drumherum mitten im Herzen Londons. See you next week.